Jetzt müssen wir ja wieder diesen Scheiß da holen, ne? Ja. Ich glaube, wir fliegen zuerst zu dem Staudamm, ne? Das war am einfachsten. Ja, flieg da hin und dann steig ich aus und hol das Perl, ne? Ja. Ich scanne doch jetzt nicht länger nach. Schnauze nach, mach mal die Mucke aus. Scheißschlage. Jetzt komme ich mit meiner Avenger mal rüber geflogen. So, ich bin raus. Co-Pilot ist raus. Co-Pilot geht jetzt. Soll ich sonst in dem Dings bleiben und die Helikopter vom Leib halten? Naja, du kannst auf jeden Fall in der Avenger bleiben, weil wir dann mit der hin und her fliegen. Cool. Aber ich würde jetzt hier gleich aussteigen, wenn das geht. Noch nicht? Ja, kann ich auf jeden Fall, aber. Warte, ich setz dich ab. Du musst mich, glaube ich, gar nicht absetzen und musst nur darüber schweben. Ja, kannst rausspringen. Ja, aber will ich jetzt verlassen? Ach doch, diesmal springe ich raus. Und das Fallschirm nicht vergessen. Ah, den Fallschirm habe ich leider nicht. Hab leider keinen Fallschirm, also gehe ich jetzt drauf. Jetzt mir mal sterben zu gucken. Nein. Scheiße. Ja, wer hat diese Fate-Zone konzipiert? Den möchte ich bitte verklagen. Rockstar. Bist ja, die verklagt. Wenn man so eine scheiß Fate-Zone konzipiert. Jetzt komme ich hier nicht hoch. Na? Egal, oder soll ich hier soll in diesem dämlichen so Teich gefangen bin. Ich will überlegen, ob ich die Avenger nicht einfach lande und dir helfe beim Suchen. Die Sache ist, du brauchst die Avenger, ich lande. Ich muss einfach nur hier hochkommen. Na, die Fracht ist ja im Wasser. Da ist das Flugzeugwrack. Die war da vorne, auf der Brücke. Ja? Ja, die war beim letzten Mal vorne auf der Brücke, deswegen bin ich ja hier raus. Das ist so, nämlich ein Teich. Aber das Problem ist halt hier so steile Felswände, da kann er nicht hochlaufen. Ja, deine Mutti kann auch auf den Avenger geschützt zugreifen. Wusstest du das? Du musst sie nur in den Avenger setzen. Meine Güte, nerv nicht. Ich bin ja lieber hier hochzukommen, du hässlicher Charlie, Alter. Ich bin falsch abgesprungen, jetzt bin ich in diesem dämlichen Teich gefahren. Ja? Ah ja, hier komme ich hoch. Entschuldigen Sie, würden Sie bitte weiterfliegen? Ich gebe dir Rückendeckung. Mein Rücken ist schon sehr gedeckt, ich habe einen Rucksack auf dem Rücken. Muss so. Okay. Ich aktiviere auch gleich Switch Drops, dann kannst du dir auch ein gratis GTA abgeholen. Ihr wollt mich droppen, deswegen. Mach ich im Gegenwind. So fahren wir sie auch eigentlich. Dann ist man ständig hier. Ist dann ist man weiter genau ich da, wo ich Energie rein. Was mit der Energy-Diät? Das ist ja die Diät. Ich darf nur Energy trinken. So. Sogar eine in der Hansa-Edition. Tolle Diät. Vor allem, ihr seid beim letzten Mal, gestern war die Kiste in dem Raum hier mal gemacht. Ach, da ist aber keiner. Jetzt habe ich gerade schon wieder jemand als Schwanzkopf beleidigt. So. Etikett jetzt bitte sein, das sei mir genau gesagt. Geil, jetzt packe ich da fest. Das ist gut. Geh schlafen. Och, mach Sitz. Mm-hmm.
bist du überhaupt? Da, Alter. Jetzt komme ich für dich. Arschloch, Alter. Die Sachen waren beim letzten Mal, war das da oben beim Staudamm in der einen Tür. Da ist es ja, ja bitte, in dem Raum ist es jetzt aber nicht, das bodenlos, ne? Ich habe nur letztens, gestern und gerade wieder dieses abgestürzte Flugzeug da gefunden, was für die Mission konzipiert wurde. Das kann sein, dass es... Weil bei dem anderen allen ist es unter Wasser. Ja. Vielleicht hatten sie es aber auch gestern schon geborgen und deswegen lag das da. Das Tollste finde ich, dass ich hier gerade Tauchelwerber von da oben abgeschossen werde. So ein Idioten folgt da oben. Ja, kannst du bitte mal das Messer wegstecken und stattdessen mal tauchen? Tauchen, nicht schlagen! Der, warum taucht der jetzt nicht mehr unter? Der will mich ja nicht verarschen. Ja, welcher Knopf der jetzt zum Tauchen? Er ist zu dämlich dafür. Ja, macht er nichts. Muss er schwimmen. Tauchen. Arschloch. Tauchen. Tauche doch mal ab jetzt. Hässliches Stück Scheiße. Der kleine Philipp möchte aus dem Planschbecken abgeholt werden. Ja, du Hätzlern da oben. Ich komme jetzt und hol deine Mutter. Jewig, wie kann man so nerven? Merk den Scheiß doch selber und nervt nicht. Nur ist mir jetzt nicht suchen. Ah, wo sind diese Idioten jetzt? Ja, du sollst sagen, wo du bist und nicht schießen. Digga, zeig dich doch jetzt mal, du hässliches Stück Scheiße. Du bist jetzt nicht mehr glücklich, Junge. Oha, da fliegen die Laser. Schießt dir nicht mal Ruhe? Ja, da oben ist immer noch einer. Ich hasse dieses Spiel manchmal echt. Ich kann da so Nerventypen platzieren. Ich sehe ihn von mir nicht mal, ne? Ja, wer ist denn der Bastard? Du bist der Bastard. Bastard. Sind... Au, du Asshole. Hier sind drei Kreuzer, okay, das hat nichts zu bedeuten. Kreuze meine ich im Kalender, wenn diese Idioten endlich wechseln. Piss dich. Komm, mach's jetzt. Komm, hier wird mir ein Typ angezeigt. Wo ist der? Wieso ergibt sich genau hier so? Oh, nicht das... Das Ding irgendwo auf den Bergen hier drauf ist. Glaube ich nicht.
Wie gesagt, beim letzten Mal haben sie schon gebogen, da war es im Dings. Ich denke, dass der Typ nur zwei Atemluft hat. Und von alleine nicht abtauchen möchte. Weißt du, es schießt mich doch einfach. Tu es einfach, lass mich in Ruhe. Mann. Ich möchte wenigstens den Scheiß nicht mehr angucken. Pisser, Alter. Jetzt ist sie verpisst, ne? Ja, ja. Geil. Das hab ich gesagt, die ist da. Aber leider wurde ich erschossen von dieser Mizzet. Aber du hast die Fracht geortet. Ja, die war da unten drin, mit C, da ist aber C4, glaube ich, drauf gewesen. Das habe ich gesagt, sie ist da vorne. Könnte dich aushungern lassen da drinnen, komm jetzt raus. Da ist auch der eine Typ, den wir die ganze Zeit auf der Karte sehen. Hallo. Hallo, Mr. Helikopter, wo sind Sie denn? Ah, ich hab die Fracht. Lol, die liegt einfach so ein riesen Tier. Ah, das ist dieses riesen Unterwassermonster, was da tot ist. Ist ja geil. Das habe ich schon die ganze Zeit gesucht in GTA, aber nie gefunden. Ist das geil. Hallo. Sie hätten auch gleich im Auto bleiben können. Hätten sich den Weg gespart hier. Ja. Bist du an Land oder noch im Wasser? Ich bin am Steg und töte alles, was in mir in die Nähe kommt. Ach, der feine Herr wartet auf die Abholung. Ja, natürlich. Und währenddessen halte ich dir alle Feinde vorbei, weil ich alle umbringe. Ich bin dabei, Helikopter fachgerecht zu zerlegen. Ach, sie sind Helikopter. Ach, sie sind Helikoptermechatroniker. Nee, ich zerlege die. Teilgenau. Damit die Frauen zu Hause alleine sind und am Kochen. Hallo? Da ist noch ein Riesenflugzeug, das muss abgeballert werden. Hallo? Hallo, Sie haben den Helikopter beschädigt. Sie sind feindlich. Sie sind feindselig. Sie werden abgeballert. Ohne Gnade. Alter, lass das Ding heil. Ich mach dich. Das Ding ist doch heil. Das ist doch bloß mein Vater mehr. Hä? Sag mal, wie können sich die ganzen Helikopter leisten? Alter! Geht der mir auf den Sack? Jetzt, meine Güte. Zack. Sie wohl mit einem ihrer Kollegen verwechselt. Ich wäre auch beinahe mal Polizist geworden, habe dann aber glücklicherweise noch die Kurve gekriegt. Mache jetzt was, wo man wirklich anderen helfen kann, dass der Respekt der Leute wirklich verdient. Zudem verdient man als Zuhälter auch viel besser. Wie bitte? So. Neulich beim Junggesellenabschied von Yvonne war da auch noch mehr Flüche um ihre Anstellung. Na egal, ziehen sie sich schon aus. Ach ja, vielleicht sind sie ja auch der Temposünder und ich der Polizist. Darüber schon mal nachgedacht. Führerschein und Fahrzeugpapiere bitte.
Zunächst haben sie mich nicht gestern angehalten, als ich die Leiche im Baggersee versenkt habe. Was das Klopfen in meinem Kofferraum bedeutet, eine billige Anmache ist ihnen wohl nicht eingefallen. Mensch, du bist doch der Jens, Jens Schmidt aus der 7C. Dich haben wir doch damals immer in den Papierkorb gesteckt und dir gegen die Segelohren geschnippt. Liest du gerade was aus GTA vor? Nö. Nee. 25 Sätze, die sie auf keinen Fall sagen sollten, wenn sie von der Polizei angehalten werden. Wir haben für dich immer genannt. Ach ja, Bremsspur, wegen der einen Sache mit der Unterhose. Und du bist jetzt Polizist, Sachen gibt's. Bitte tun Sie mir nichts. Deutschland über alles, Ausländer raus. Sehen Sie, ich bin einer von Ihnen. Nee, keine Sorge, getrunken habe ich nichts. Es verträgt sich bei mir nicht mit den vielen Ecstasy-Tabletten, die ich geschluckt habe. Und dem ganzen Koks in meiner Nase. Cool, so eine Knarre wollte ich immer mal in der Hand halten. Ich boxe mir mal kurz aus Ihrem Hafter, okay? Na, jetzt geben Sie schon her. Nun zieren Sie sich doch nicht so. Jetzt habe ich einen Schuss gelöst und Sie bluten. Warum passiert mir das jedes Mal wieder?